Und damit, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Dragon's Dogma 2 und ich will euch heute zeigen, wie wir die Klasse Mystische Klinge freischalten und wie wir auch, naja, quasi direkt eine Waffe dafür bekommen. Eine sehr gute Waffe. Was müssen wir tun im Vorfeld? Wir müssen in der Hauptstory etwas fortgeschritten sein, nicht viel tatsächlich. Wir müssen bis zur Hauptstadt gekommen sein und von Brand die Mission Monsterjagd bekommen haben und absolviert haben. Haben wir das geschafft, reisen wir am besten mit dem Ochsenkarren Nord wieder zurück in das Dorf Melve. Hier angekommen, passiert Folgendes. Das Dorf wird schon wieder von einem Drachen attackiert, angegriffen. Den wir jetzt, ja, naja, besiegen müssen. Doch wie machen wir das am besten? Und zwar machen wir es folgendermaßen. Wir schleichen uns quasi hier an dem Drachen vorbei. In die noch intakte Stadt hoch. Und gehen oben auf den Ballistenturm. Und dann werden wir einfach ganz easy mit der Balliste auf den Drachen feuern und ihn damit besiegen. So. Jetzt müssen wir ordentlich nach unten ziehen. Süd. So. Wo ist das Mistviech? Hier rum. So, dauert ein bisschen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schwerfällig. Und jetzt spannen wir den ganzen Lachs hier mal. Und... na komm. Es dauert ein bisschen. Wir müssen den Drachen zum Glück nicht komplett töten, sondern nur, ich glaube... oh no. Haben wir ihn getroffen? Nein. Okay, ich mach mal eben. Ihr wisst, was zu tun ist. Let's go. So, ein, zwei gezielte Schüsse haben gereicht. Der Drache haut ab. Und, oh, hier bitte nicht runterfallen. Genau, alles klar. So, dann gehen wir mal mit den Leuten quatschen. So. Okay. Mhm. Ja, genau. Wir waren sehr entschlossen. Mhm. Okay, könnt ihr euch natürlich gerne mal durchlesen, Leute. So, jetzt müssen wir... das ist ja gerade richtig. Er kommt gerade richtig. Sigurd. Sigurd, schöner Name. Mit dem müssen wir quatschen und... nach seinem Kampfstil fragen. Weil ihr seht schon auf seinem Rücken, er hat so einen Kampfspeer. Mhm, okay. Zack, damit haben wir das freigeschaltet. Ist das nicht geil? Mega easy. Wir können es direkt am Anfang machen. Wir müssen den Drachen nicht persönlich bekämpfen. Es reicht, wenn wir ihn mit der Balliste bekämpfen. Jetzt kommen die alle angelaufen hier. Moin. Ja, dankeschön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Video. Haut rein.